Naja, ich kann jetzt von der letzten Folge gar nicht mehr reden, weil es schon etwas länger her ist, dass ich was aufgenommen hatte. Also müsste ich jetzt wieder reinkommen. Aber wie ich sehe, haben wir Metaros oder Malvifrosity. Warte. Malvifrosity erreicht. Ah, ja, ja. Ich glaube, wir haben unser Fahrrad bekommen, ne? Ja, genau. Da bin ich so schnell. Selbst wenn du mit dem Rad fährst, können dich Pokémon anspringen. Wartet kurz. So, da bin ich wieder. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir mit denen schon geredet haben. Die Straße dieses Ortes führt nach Norden, Süden, nach Westen und Osten. Daher reisen ja auch so viele verschiedene Leute durch. Und hier noch? Warst du schon im Rad? Ja, da war man. Radler, der Eigentümer, ist ein sehr großzügiger Mann. Ja, das haben wir gesehen. Stimmt, mit Heiko haben wir schon geredet. Okay, hier geht's zu Route 17 und hier oben zu Route 111. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob wir uns irgendwo ein Pokémon holen können. Bald. Bald. Entschuldigung, ich musste niesen. Okay. Jetzt mal kurz auf die Karte geguckt. Also hier würden wir nach Wiesenflur dann Route 116 kommen. Und, warte kurz. Zorla. Und hier geht's noch Route 118. Kann man da schon hin? Das wäre nice, Mann. Oh ja, tatsächlich. Nice, ich erschreck mich über sowas. Der Duft. Ach, so eine naturfrei. Wie heißt die denn? Schönheit oder? Aroma Lady, genau. Sie sitzt knüllt so. Oh, Scheiße. Das ist nicht gut für. Obwohl. Was? Habt ihr das auch gehört? Ich hoffe nicht. Mein Bruder dreht gerade wieder durch. Ja, nice, Mann. Volltreffer. So soll's sein. Roselia. Kannst du dich mal verpissen? Geistes Blackfest ever! Was hat sie eingesetzt? Ach ja, Roselia. Fuck. Nicht das Böse endet. Oh Gott. Oh, geil. Schreck zurück. Nein. Das ist nicht gut. Obwohl, ja, geil. Stella, du bist die Beste. Jetzt nur noch einen Angriff, ne? Einen Angriff noch. Komm schon, das schaffst du. Ja, Stella, du bist die Beste. Nice. Oh, und Level 18 erreicht. Oh, super. Besser geht's immer. Erreicht. Aber jetzt noch unbedingt. Paraheiler auf jeden Fall. Mal gucken, was gibt's hier noch zu entdecken? Was? Route 118. Auch wenn gerade kein Schiff in der Nähe ist, kannst du mit einem Pokémon, das Surfer kennt, das Meer überqueren. Auf Pokémon kann man sich immer verlassen. Mhm, okay.
Gibt's auch jetzt. Oh, ist auch ein Trainer. Oh, Melodie. Heißt das, der singt die ganze Zeit, oder? Hm. Alter, einfach halbnackt. Nice. Oh, aber... obwohl Felsgrab könnte da was bringen. Und? Oh, toll. Wer könnte... Figaro, genau. Was? So. Was steht da? Magnetfalle von Magnetilo verhindert Wechsel. So ein Pisser. Was soll ich denn dann? Kopfnuss? Naja, wenigstens zieht es nicht zu wenig ab. Aber dafür kann er jetzt aktuell auch nicht viel machen. Oh, Schreck geht doch. Ich dachte, das geht nicht, weil eigentlich haben die immer ständig Schwingen. In den anderen Fällen, beziehungsweise Edition, genau, in den anderen Editionen. Noch ein Magnetilo. Aber gut, dass wir wissen, dass die eine Schwachstelle haben. Lebschelle. Nein. Achso. Ich dachte gerade, dass die mich vermehrt hat. Weil die Attacke sich ungefähr auch so aussieht. Aber solange es nur Metallsound war. Flurmüll. Oh ja. Nice. Also das hat geflutscht. Oh, Stella. Gerade bist du echt overpowered, Kleines. Und Spicheratten, sie wollen auch noch kämpfen? Ja, das wollen sie. Mr. Angler. Ah, gut, der hat nur einen Punkt. Ich habe immer Angst, dass jemand kommt mit Karpadon. Aber Stella ist auf jeden Fall kein Gegner für sowas. Jetzt Kugelsaat! Angriff! Schlagen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal Route 111. Vielleicht kommen wir hier weiter. Ja, da steht es auch beschrieben. Apropos. Nee, da habe ich ja mal. Egal. Ich habe die Familie Seekers herausgefordert. Viermal hintereinander gekämpft. Hinterher war ich kaputt. Das macht mir leicht Angst. Oh, hier brauchen wir Dingens. Okay. Dann gucken wir mal schnell nach Route 116 oder wie es hieß vorbei. Was ist das nochmal? Ah ja, genau, da waren wir auch schon. Gefunden. Und Doppelkampf. Wen wollen wir denn da kämpfen lassen? Stella auf jeden Fall. Und lass mal Figaro. Genau. Oh? Habe ich die schon bekämpft oder was? Achso. Genau. So muss das scheinen. Ah, das sind so. In meinem Alter. Auf beide. Okay, dann Metallklaue und Doppelkick. Oh. Gar kein Hindernis gewesen.
das zieht auch schon sau viel ab. Krass. Oh, ist viel gerade schnell. Dann pflanzen wir mal eine Marumbeere und auch noch begießen. Warte. Zimmer. Dann noch eine Amrena-Beere. Ich mache auch gleich. Und eine Nirbeere. Und die wird auch gleich gegessen, bekosten, wie auch immer. Grüne Gras. Und oben? Was gibt es da für Gegner? Hallo. Bist du ein Trainer? Ich habe meine Pokémon in der Pension abgegeben. Als ich es wieder abholte, konnte es eine Attacke, die ich ihm nicht beigebracht habe. Ich war total überrascht. Ah, hier gibt es eine Pokémon-Pension. Nice. Nice, meine Pension, aber kein Pokémon, das wir zum Aufziehen geben könnten eigentlich. Aktuell gibt es noch keine. Aber hier kann man ja, wenn man zum Beispiel ein entwickeltes Pokémon wie Zigzags hat ja auch eigentlich eine Entwicklung. Slimer. Das hat doch auch schon. Slimog, ne? Wenn man zum Beispiel zwei Slimogs, ein männliches und ein weibliches, dort hineinschickt, oder wie man es nennen kann, abgibt, kann dann mal ein Ei rauskommen. Und dann muss man ihn auch befragen. Und der sagt dann ja, sie hatten voll viel Spaß und so, wir kümmern uns voll toll um sie. Und dann auch, wenn es halt ein männliches und ein weibliches drin sind, dann sagt irgendwas sowas ähnliches, ja, sie hatten total viel Spaß und ja, dann ist auf einmal ein Ei rausgekommen und so und dann schenke ich dir irgendwie sowas. Oh, das ist ein... Oh, das ist voll süß da oben. Oh Gott, wie niedlich. Okay, du musst ein Trainer sein, oder? Oh ja. Das sieht sehr aggressiv aus. Also, da müssen die noch dran haben. Was ist das? Der Weltmeister im Gehen oder Walken oder was geht da? Okay. Felsgrab. Ja, die Dodos sind schon lustig. Oh mein Gott, wie mich das immer erschreckt.
Pokémons. Genau. Wolvengar. Wolvengar? Felsgrab können wir es. Okay, gut. Ich hatte leicht Angst, dass der etwas mit Wasser machen könnte, das mein Gar. Nächsten Folge wieder. Also dann, tschüss.